Hallo und herzlich willkommen hier bei Möbel Mahler in Neu-Ulm. Wenn Sie sich für eine hochwertige Küche entscheiden, ist die richtige Pflege ein wichtiger Punkt, um lange Spaß und Freude daran zu haben. Jeder von Ihnen kennt das Problem Kalkablagerungen. Nicht immer muss zu chemischen Putzmitteln gegriffen werden, denn die Zitrussäure einer Zitrone bewirkt im Kampf gegen den Kalk wahre Wunder. Was brauchen Sie dazu? Eine Zitrone und eine Schale lauwarmes Wasser. Als erstes schneiden wir die Zitrone in zwei Hälften. Anschließend pressen wir beide Hälften in die Schale und geben sie in die Schüssel mit lauwarmem Wasser. Ist es gut gemischt, tragen wir die Zitronenwassermischung auf die verkalkte Oberfläche auf. Nach kurzer Einwirkzeit waschen wir die Oberfläche mit lauwarmem Wasser ab und trocknen diese mit einem sauberen Tuch nach. Wie Sie sehen können, sind keine Kalkablagerungen mehr vorhanden und es riecht außerdem nach frischem Zitrusduft. Oft stellt sich die Frage, wie man Hochglanzfronten richtig reinigt. Alle reden von den tollen Mikrofasertüchern, doch kauft man sich hochwertige Küchen oder andere Möbel, wird oft von der Verwendung von Mikrofaser abgeraten. Durch die Struktur der Mikrofaser kann es tatsächlich dazu kommen, dass Oberflächen stumpf oder verkratzt werden. In den Tüchern hängen durch ihre Struktur oft Schmutzpartikel fest. Hier sollte man statt auf Mikrofaser lieber auf ein weiches Baumwolltuch setzen. Wir empfehlen dazu ganz simpel ein Baumwolltuch, lauwarmes Wasser und Spülmittel. Damit bekommen Sie Ihre Küche wieder strahlend sauber, ohne Angst vor Kratzern. Das Schneidebrett ist das wohl meistgenutzte Küchenutensil, wird aber häufig nicht so pfleglich behandelt, obwohl es jeden Tag mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Mit der Zeit zeigen sich Verfärbungen und man ist sich nicht so sicher, ist das wirklich noch hygienisch. Hier kommt wieder unsere Wunderwaffe Zitrone ins Spiel. Mit etwas Meersalz geben wir unserem Schneidebrett eine Art Peeling. Durch die Zitronensäure wird das Brett gereinigt und auch desinfiziert. Danach mit warmem Wasser abspülen und trocknen lassen. Das waren unsere Küchentipps. Viel Spaß beim Nachmachen!